Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms, zu einem neuen Film von Loma Outdoor. Wie ihr seht, bin ich da schon wieder einem kleinen Mysterium auf der Spur, hier an der Sperre Wimmis, genau genommen hier in der Spissi. Bei diesem Werk handelt es sich um ein kleines Infanteriewerk, das heute aber umgenutzt wird zur Forschung des Erdbebendienstes. Da sind Erdbebensonden drin, also die Tarntüre ist offen, aber weiter rein ist dann Hochsicherheitstrakt. Wir befassen uns heute einmal mit der Sperre Wimmis, da diese eine ganz besondere Sperrstelle ist nämlich. Wir fangen dann auf der anderen Talseite an, da hinter mir, das ist ja das Gebilde der Burg Fluh ob Wimmis. Die ist auch noch sehr speziell. Wir fangen dann auf der anderen Talseite an, bei der Sperre Simmenwehr. Gerne nehme ich euch mit auf diese kleine Tour und hoffe, ihr habt Spaß und freut euch darüber, mal etwas über diese Sperrstelle zu erfahren. Viel Spaß dabei! Bei dieser Sperre hätte der Feind vom Simmental her oder eben von Thun her angreifen können. Deshalb wäre er bei der Sperre Wimmis an vier Orten angefahren. Wie versprochen sind wir jetzt hier beim ersten Bunker, bei der ersten Anlage, und das ist der Infanteriebunker Simmenwehr. Da vorne ist das Stauwehr der Simmental-Kraftwerk AG und der Bunker hier, der zielt Richtung rüber Wimmis, wo die alte Straße, also die kleine Straße rüberkommt, die alte Brücke dann über die Simme kam dazumal und vom Dorf her der Zugang ist. So kommt man ja von Reutigen her und der schützt eigentlich den Zugang Wimmis-Dorf. Alte Straße, Eisenbahn. Das ist nur ein kleiner Bunker, der ist doppelstöckig, eben etwas für Unterkunft und Munitionsmagazin, dann ein Kampfstand für die Panzerabwehrkanone und eine Scharte für den Bunkerkommandanten, den Beobachter. Also nichts riesengroßes, aber trotzdem etwas Schönes. Ich mag mich in jugendlichen Jahren erinnern, viele von euch wissen vielleicht, ja, ich bin in Sigriswil aufgewachsen, am Thunersee, die großen Werke Schmockenfluh, Waldbrand und Legi. Und ich mag mich noch erinnern, wenn man da mal ins Simmental fuhr, stand immer vorne an der Schartentarnung herrlich schön geschrieben, Wasserversorgung Reutigen. So die Tarnung von diesem Bunker, wunderschön. Hätte vielleicht eine Besatzung gehabt, da war ja nur die Pack drin und das LMG-Beobachter, ich sage mal von vielleicht 8 Mann oder so irgendwie, also wirklich etwas Kleineres.
hier beim zweiten Werk. Also das erste war ja ein Bunker. Hier sind wir jetzt beim zweiten Werk. Das ist ja hier die Sperre ganz speziell eben. Der Bunker schaut ja gegen Richtung Wimmistal auswärts und hier das Werk Simmenwehr schaut ja Richtung Taleinwärts. Also die Schussrichtung von diesem Werk hier wäre ziemlich genau gewesen über die Simme Richtung Burgflur auf die Eisenbahnlinie rüber und auf die kleine Straße da drüben. Nachher gehen wir auf die andere Talseite zu den zwei Werken. Da ist auch das obere Werk schaut talauswärts, die Unterstützung des Bunkers. Und das untere Werk ist die Unterstützung von diesem Werk. Also schaut es Richtung taleinwärts und schießt auf die Hauptstraße rüber hier. Zu diesem Werk, das ist nicht ganz identisch, aber ziemlich gleich wie alle anderen auch sind. Da geht es hier rein, da geht es ein wenig die Treppe rauf, dann ist diese Unterstandskaverne drin, Munition und so Sachen. Dann geht es rüber und vielleicht runter oder rauf die Treppe. Ich denke eher rauf, so ich das gesehen habe. Nein, runter. Der Schacht ist tiefer als hier der Eingang. Und dann hat es auch wieder drei Scharten, auch wie wir schon kennen. Es hat die Pack-Scharte, die MG-Scharte und dann auf der oberen Etage dann den Bunkerkommandanten, Beobachter LMG. Eben aus diesem Grund, eine Schartenlinie braucht viel mehr Platz in der Breite. Und hier haben sie das doppelstöckig gemacht, vermute ich mal, dass es ziemlich kompakter ist. Also sie mussten ein wenig mehr in die Höhe, aber in der Breite war es ziemlich kompakt. Und eben, da sind diese drei Scharten auch, Pack, MG und Beobachter LMG. Und da waren, sage ich mal, sicher auch etwa 12 Personen drin. Eben, es ist ja nicht kampfmäßig stärker als ein normaler Bunker, wie wir ihn kennen. Also 12 Personen ungefähr, die da drin gewesen wären. Und bei den anderen Werken wird es eben auch so in dieser Richtung sein. Das Schöne hier bei diesen Werken, ich staune, überall musste das ganze Zeug weg, was man außerhalb sieht. Hier hinter mir sehen wir, das ist eine waschechte Tarnung, Tarnkunst 1941-42er Jahre. Also wunderschön, das ganze Ensemble ist noch da von Tarnung. Die Türe funktioniert noch und nirgends beschädigt und nichts. Es verwundert mich, denn hier bei der Simmerflur ist immer ein wenig Steinschlaggefahr. Es ist ziemlich gefährlich. Auch auf der anderen Seite, bei der Burgflur, ist äußerste Vorsicht angeboten. Ich habe jetzt vorhin zum Glück schon zweimal gehört, wo auf der anderen Seite aber Steine runtergekommen sind. Ich halte mich hier kurz. Ich habe hier auch einen riesen Felsblock oben mir. Man weiß nie, wann da etwas kommt. Aber eben, wie gesagt, wunderschön, auch bei der Scharte vorne, die Tarnungen sind noch da, die sind noch intakt. Das ist wunderbar, dass man das noch so sieht und erhaltet.
Wir wären jetzt hier beim ersten Werk auf der anderen Talseite, also beim dritten Werk. Das war der Bunker. Dann das Werk drüben ob dem Fluchtstollen des Simmerfluttunnels. Jetzt sind wir hier beim oberen Werk vom Simmerwehr, das eben auch gegen talauswärts zeigt, Richtung Einigen, Reutigen. Und hier der Eingang gefällt mir jetzt besonders schön. Hier ist noch so ein archaischer Eingang irgendwie. Hier zwar keine Tarnung, aber dieser Torbogen und natürlich da der Auspuff oder was es war, Luftzufuhr irgendwie. Also ziemlich hübsch hier. Das Werk auch, das ist kleiner als das drüben. Da geht auch der Stollen rein, wie es überall ist. Dann ist dann auch die Unterstandskaverne und dann ein Packgeschütz nach vorne und ein LMG, MG, wo nach vorne gerichtet war. Also zwei Scharten, nicht allzu groß, aber trotzdem einfach hübsch. Diese Felsenwerke mag ich sowieso, weil jedes Felsenwerk in der ganzen Schweiz überall individuell ist. Also wie ich schon gesagt habe, hier bei der Sperre Wimmis ist ja überall, die Werke sind eigentlich ziemlich nach dem gleichen Prinzip erbaut, wie wir gleich sehen werden. Drüben ging ja der Eingang rein, dann ging es auf die andere Seite. Hier geht der Eingang rein, geht es auf diese Seite. Und beim unteren Werk geht der Eingang rein und es geht nach talinwärts rein zu den Scharten. Also alles ist individuell und auch die Begebenheiten sind immer anders. Beim Bunker, der steht da, der zielt irgendwo hin und fertig ist's. Also ja, ich mag auch Bunker, aber Werke, die haben mein Herz schon erobert, einfach mit ihrer Einzigartigkeit, Besonderheit. Ja, das zu diesem Werk. Ich bin jetzt hier nach oben gegangen, ob der Eisenbahn. Das ist so eine Sache. Von unten rauf habe ich mich ehrlich gesagt jetzt einfach nicht getraut, weil die Eisenbahn, die kommt vorne um die Kurve rum, Felsen und alles, hinten auch Kurve. Du hörst nichts wegen dem Wasser, das da fließt und der Wasserfall vorne beim Simmerwehr. Und das war mir schlicht und einfach zu gefährlich und es ist auch lebensgefährlich. Also du hörst den Zug einfach nicht kommen und plötzlich ist er da und dann haut dich um. Ich erkämpfte mir jetzt einen anderen Weg, der war natürlich viel weiter, aber da war ich auf der sicheren Seite oben der Bahn, ganz legal und human darüber gekommen und musste halt jetzt alles von vorne nach hinten mich durch den Wald kämpfen, bis ich jetzt hier war, aber das war es mir wert. Sicherheit hat Schluss und am Ende immer bei mir Vorrang. Hier jetzt das untere Werk von diesen beiden, das andere war ja da oben. Hier sind wir jetzt auch ziemlich parallel beim anderen Werk auf der anderen Seite. Hier der Eingang, auch wieder schön getarnt wie original halt eben. Das ist wunderschön hier. Sehr ein schöner Zugang.
Leider, diese Anlagen sind zu und unzugänglich und nicht mehr begehbar. Unten haben wir dann die Scharte, so wie ich das eben sehe, geht es dann im Fels drinnen eher runter. Auch hier die Felskaverne, Unterstand, Munitionsmagazin und so. Da geht es rein und drüben die Treppe runter kommt der Kampfstand. Zweischartig auch, wie auch schon oben, die Panzerabwehrkanone, das Maschinengewehr zum Schutz der anderen Talseite, der Simmentalstraße, zeigt Richtung Steinbruch von Wallo, Firma Wallo. Und das andere eben, das zeigt eher gegen die andere Talseite rüber, hier Bahn zu schützen und die kleine Straße da unten. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der Burgflur beim ersten Felsenwerk. Also respektive ist hier ein Felsenwerk und oben dann ein Bunker. Was auch noch ein sehr bekanntes Motiv ist hier, ist die Geländepanzersperre hier, das Geländepanzerhindernis. Das sieht man relativ auf vielen Motiven. Und nach diesem Werk da hier, nach diesem Werk Spissi, gehen wir dann das GPH anschauen und dann noch rauf zum Bunker. Zu diesem Werk hier, ich kann mich ein bisschen abdrehen, ich habe hier gleich die Pack im Rücken. Dieses Werk, also es sind ja nicht Riesenwerke da hier, da ging einfach ein Stollen rein und eine Kaverne als quasi ein wenig Unterkunft, eine Lüftung gab es hier drin, ein kleines Munitionsmagazin, es gab hier die Pack-Scharte für die Panzerabwehrkanone und nebendran die MG-Scharte für das MG-11 und oberhalb dann die Beobachter-Scharte inklusive dem LMG. Ich denke mal, dass ein Grund für diese spezielle Bauart war, dass es doppelstöckig war, dass man Platz sparen konnte. Eine Scharte in der Mitte für den Bunkerkommandanten, Beobachter und dann erst die MG-Scharte hätte massiv eine breitere Fläche gebraucht für den Kampfstand. So konnte man das in der Breite ziemlich kompakt bauen, schloss aber daraus, dass es in die Höhe schoss. Deshalb diese riesen Kaverne hier und dann die riesen Tarnung vorne dran. Das finde ich eben hier bei der Sperre Wimmis noch sonderbar exklusiv und schön, dass dort, wo Tarnungen dran waren, die Tarnungen auch noch da sind. Und hier dieses spezielle Seilzugsystem, also das hat mich ein wenig fasziniert, wie das funktioniert hat mit den Gegengewichten überall. Das waren ja für die Pack und für das MG waren das Klappscharten, also die sind quasi so runtergeklappt, zusammengeklappt wie eine Schere von oben nach unten. Und die obere Scharte war eine Schwenkscharte, die hat man, also Tarnung respektive, und die hat man auf die Seite geschwenkt. Und auch da, dass mit diesem Hebel und alles, dass das funktioniert, also das fasziniert mich einfach immer wieder, das Ideenreichtum, wo die Festungsbauer dazu mal gehabt haben. Mit diesem Hebelprinzip. Und der Seilzug, das ist hier alles eben noch
wunderschön zu sehen. Überall schneiden sie das Zeug weg, die Umlenkrollen, alles muss weg. Man kann nicht mehr nachvollziehen, wie hat es funktioniert. Hier geht das. Wahnsinn, das fasziniert mich einfach an diesen Anlagen. Mit diesem Ideenreichtum, mit dieser Vielfalt, wo man das Ganze gebaut hat, ist für mich einfach unbeschreiblich genial und einfach ja, ein Wahnsinn. In so einer Anlage, sage ich jetzt mal, das ist ja das gleiche Prinzip wie ein Bunker, also drei Scharten und so, oder? Das MG-Pack, also ich denke mal, vielleicht 12 Personen hätten darin gekämpft, wenn es dazu gekommen wäre. Es ist ja gleich groß wie ein Bunker, also geschützmäßig, infrastrukturmäßig ein wenig größer natürlich.
Liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms, wir sind beim letzten beim Bunker angekommen. Vorher waren wir ja noch beim Werk in der Spissi. Jetzt sind wir beim Bunker von der Spissi, oberhalb dem Geländepanzerhindernis. Wie man sieht, ein Bunker mit drei Scharten, doppelstöckig. Scharte, schweres Maschinengewehr 11, Beobachter LMG und dann die Panzerabwehrkanone Richtung vom Geländepanzerhindernis. Dieser Bunker, muss ich jetzt noch sagen, es gibt hier einen Verein. Und den ersten Bunker und das erste Werk und diesen Bunker hier, diese Anlagen, dürft ihr gerne besichtigen gehen beim Verein Infanteriefestung Oberland. Die Website und alles wird natürlich verlinkt am Ende des Films. Die kann man besuchen, anschauen gehen. Sehr schön eingerichtet, sehr schöne Werke, sehr schöne Anlagen. Dies, wie gesagt, der letzte Bunker, Besatzung eben auch so um die 12 Personen. Geschätzt 2 bis 3 Großkampftage, wo der hinhalten muss. Dementsprechend auch Munition drin und Verpflegung. Jetzt gibt es aber anschließend dann noch etwas ganz Spezielles. Das ganze Sperrkonstrukt hier wäre ja nur dazu gewesen, wenn der Feind dann schon hier wäre. Dafür zu sorgen, dass der Feind aber erst gar nicht hierher kommt, da wäre etwas ganz anderes gewesen, und zwar das Artilleriewerk Burg Flue. Dazu kommen wir nachher noch und gehen noch rauf, schauen, was man dort so schauen kann, was übrig bleibt davon. Wie auch dort, das Artilleriewerk ist verschlossen, das ist zu, unzugänglich und kann man nicht mehr besichtigen. Ja, die Sperre Wimmis konnten wir jetzt schon betrachten. Aber die Sperre Wimmis war ja eigentlich dann das letzte Bauwerk, wenn der große Bruder der Sperre versagt hätte. Oder die große Schwester, das ist relativ der Ausdruck. Hier ein Eingang, schlicht und einfach, kaum zu erkennen, wozu der dient. Kameraden, hier geht's rein ins Artilleriewerk Burg Flue. Ein Riesenartilleriewerk, beinhaltete 12 Festungskanonen, war riesengroß, große Unterkünfte für Mannschaft und alles,
Schöne Aussicht natürlich bei den Beobachtern über ganz Reutigen, einigen Thunersee und so. Und der Aufstieg da hoch ist ja auch schon sehr speziell. Aber was hier ganz speziell ist, ist die enorm steile Standseilbahn, die hier hochgekommen ist. Ich würde sogar fast behaupten, dass diese Standseilbahn der Burg Fluh mit der Gelmerbahn konkurrieren könnte, von der Steilheit her gesehen. Ich will da jetzt aber keine Diskussion auslösen. Eben, das Artilleriewerk Burg Fluh. Man sieht, das ist zugemacht, das ist verdammt massiv, diese Türe. Aufbrechen bringt nichts, wie ich schon manchmal gesagt habe. Da ist drinnen noch die riesen Eisenbahntüre, also mit Eisenbahnschienen verbarrikadiert. Dann kommt noch das unendlich riesengroße Panzertor. Also Einbruch lohnt sich nicht, weil da hat man höchstens mal die Garderobe geöffnet von dieser Anlage. Weiter rein geht es einfach nicht. Man kann von außen auch schon viel betrachten. Sehr schöne Anlage, sehr archaisch in diesen Felswand drin. Heutzutage ohne Tarnung natürlich gut sichtbar, ein wenig aus der Ferne und so. Wunderschöne Anlage, sehr groß, sehr imposant. Mit dem Bau des Artilleriewerks Burg Fluh wurde im Jahr 1942 begonnen. Prioritär wurden die Stollen und Kavernen für die Geschütze ausgebrochen. Der Innenausbau erfolgte später kontinuierlich. Das Ausbruchmaterial wurde vor die Anlage gekippt. Die Standseilbahn fährt über den Schuttkegel hinauf. Um einen Zugang zur Anlage wurde gerungen. Die Standseilbahn war eigentlich nur für den Bau vorgesehen und als feststand, dass diese weiterhin genutzt werden sollte, musste das ursprüngliche hölzerne Fundament verstärkt werden. Im Gespräch war auch ein Zugang durch einen etwa 700 Meter langen Tunnel, der jedoch ein Mehrfaches der Standseilbahn und des Fuhrweges gekostet hätte. Hier befinde ich mich jetzt bei der Bergstation der 205 Meter langen Standseilbahn. Ziemlich steil, wie vorhin schon gesagt. 205 Meter lang vom Tal bis Berg. 10 Personen hätten Platz gefunden, plus dann noch etwas an Material, wo man zuladen konnte. Da die Bergstation der Seilbahn, hier hat der Wagen gestanden, wenn die Fahrt zu Ende war. Hier im Innern des Berges dann schon die Winde, die drin war. Und hier, ich mag mich noch gut erinnern, als ich die ersten paar Mal hier oben war, da war noch das schöne Holzgebäude vorne dran, eine schöne Baracke. Hat von unten rauf mega imposant ausgesehen. Da ist jetzt schon die Mauer, ist 5-6 Meter hoch und dann noch, sage mal, 4 Meter das Gebäude. Also von unten rauf ein Riesenspektakel, das anzusehen. In der Felswand oben diese Garage für die Standseilbahn. Wäre eben hier gewesen, dann eben wegs rüber zum Haupteingang, wo man das Material dann verfrachten hätte können. Die Stollen- und Betonarbeiten waren Ende 1943 beendet. Wie die großen Stollenquerschnitte zeigen, war eine Armierung mit den mobilen Geschützen der von der Grenze zurückgezogenen Feldtruppen vorgesehen. Deshalb waren ursprünglich auch Pferdeställe im Eingangsbereich der Anlage. Der Zugang erfolgte mit Pferdezug über einen Waldweg, der heute noch besteht, aber steinschlaggefährdet ist und nicht genutzt werden sollte. Das Artilleriewerk Burg Fluh beinhaltete 12 Festungskanonen. Nach dem Krieg und dem Rückzug der mobilen Artillerie aus der Anlage entschied die Armee, dass das Werk mit festen Waffen zu armieren sei. Ja, so geht das. Ihr seht, also wenn ich jetzt im größten Vergleich vorne dran stehe, ein riesen Bollwerk war das hier, also einfach imposant. Mich berührt das immer, was die da geleistet haben, um so eine Anlage in den Fels zu hauen. Das ist einfach unwahrscheinlich. Ich behaupte, ich persönlich, heutzutage nicht mehr möglich.
bei all diesen Problemen, die man heute im Bauwesen hat, die Ingenieure und diese und da und dort, wäre heute nicht mehr möglich, in so kurzer Zeit so eine massive Anlage zu bauen. Und man bedenke, das ist 80 Jahre alt, das ganze Zeug da hier. 80 Jahre. Ja, dann, wenn man eben hier rüber spaziert, kommt man dann hier auch zum Haupteingang dieser schönen Anlage. Was noch zu sagen ist, der Aufstieg vom Weg her. Also sehr gefährlich, he? Also allerhöchste Steinschlaggefahr. Also wo ich jetzt raufgekommen bin, sind sicher 5 oder 6 Mal Steine runtergekommen, einer so groß. Also überhaupt nicht ratsam, hier hinzugehen, wenn man nicht ein wenig das Ohr hat und die Kenntnis für die Natur. Also das ist eben leider eine Anlage, die jetzt wirklich irgendeinmal nicht mehr zugänglich sein wird. Also der Aufstieg selber eigentlich schon ziemlich nahe an der Lebensgefahr dran hier. Die anfängliche Bewaffnung, 8 15 cm Feldhaubitzen sowie 4 7,5 cm Kanonen. Diese kamen von 4 10,5 cm Haubitzen 46 auf Hebellafetten zum Einsatz. Die Besatzung des Werks stellte die Festungsartilleriekompanie 215. Der Zugang für die Truppe erfolgt über den Waldweg. Material konnte mit der Standseilbahn hinaufbefördert werden. In der Anlage selber, die nachträglich umgebaut wurde, um den C-Schutz der Unterkünfte zu realisieren, waren 220 Schlafstellen für total 450 Mann Besatzung, Artillerie, Feuerleitung, Flak vorhanden. In den Stollen waren Flakgeschütze eingelagert. Die infanteristische Außenverteidigung wurde außerhalb der Anlage untergebracht. Der Feuersektor war von der Sperrstelle Einigen bis Sigriswil ausgerichtet. Die Geschützscharten befinden sich in einer baumbewachsenen Felswand. In den Jahren 1956 bis 1958 wurden die technischen Installationen der Festung verbessert. Nach den Explosionsunglücken von Daly und Mitholz wurden Munition und Ladungen getrennt aufbewahrt. Als Folge davon und mit der Reduktion auf 4 Haubitzen wurde zuletzt nur noch je ein Granaten- und ein Ladungsmagazin benötigt. Die anderen als Lager verwendet, zum Beispiel als Aktenarchiv, Strom und Wasser, wurden über den rückwärtigen Notausgang in die Anlage geführt, respektive gepumpt. 4 Wasserreservoire, total 710.000 Liter, große Dieseltanks und Notstromgruppen, Filteranlagen sowie Lebensmittel für 30 Tage sorgten für eine größtmögliche Autonomie des Werks. Oberhalb des Eingangs war ein Antennenstandort, um die Verbindung zum Kommandoposten Heinrich in Hondrich und den anderen Werken Einheiten sicherzustellen. Zuletzt wurde noch das moderne Feuerführungssystem Fargoff installiert, jedoch nie wirklich genutzt. Ebenfalls ist klar, dass nie aus der Burg geschossen worden ist. Die Festung wurde 1999 entklassifiziert und stillgelegt. Ein Großteil des Materials aus der Burg, inklusive zum Beispiel die Nordstromgruppen aus dem Jahre 1941 und die noch vorhandenen Geschützen, wurde mit riesigem Aufwand ins Werk Waldbrand transportiert. Damit konnte das fast leergeräumte Werk Waldbrand wieder ausgerüstet werden. Auch eine Hebelafette inklusive der stählernen Halterungen wurde abmontiert. Dazu brauchte es aber schweres Gerät und zuletzt noch Sprengstoff. So tief und gut war diese Platte verankert worden. Dass solche Anlagen auch immer wieder das Interesse von ungebetenen Besuchern erregt, ist klar. Sogar Einbrüche wurden verzeichnet. Heute ist die Anlage ausgeräumt und verschlossen. Liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms, das war's. Ihr habt die Sperre Wimmis gesehen, die Sperre Simmerwehr und hier die Sperre Spissi, die Burg Flue, das Artilleriewerk. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Film.
Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig lustig machen, ansprechen, scharf drauf machen, euch beim Verein zu melden und dann mal diese Führung mitzumachen. Ist also sehr cool und interessant gemacht. Erkundigt euch im Internet. Wie gesagt, es wird verlinkt und die Internetseite ist ja auch publik. Könnt ihr euch gerne melden und da eine Führung buchen und euch das mal anschauen gehen. Ich verabschiede mich wieder einmal mehr von einem Film beim strahlend schönen Sonnenschein, also herrlich gewesen heute. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao zusammen, euer Loma Outdoor.